von Feuerwerken in Dresden einreiche, die FDP-Fraktion. Jetzt hast du. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Höhepunkt des Abends. Für mich. Auch bei diesem Antrag geht es um die Wirtschaft und um Wirtschaftsförderung. Allerdings geht es auch um Kultur und es geht vor allem, liebe Fraktionen von den Grünen, hören Sie zu, es geht um Lebensfreude, die wir den Menschen in dieser Stadt doch alle sehr gerne gönnen wollen, vor allem zu dieser Zeit, die wir uns alle hoffen, dass sie wieder eintritt und man auch wieder mal feiern kann. Es geht um Wirtschaft, ja, allerdings natürlich nicht so komplex wie bei dem, was Steffen Graden gerade vorgestellt hat oder Thorsten Schulze ausgeführt hat, sondern es geht tatsächlich nur um eine Nische, um eine Nische allerdings in einer Branche, die schwer unter Druck geraten ist. Und ich hätte mir ja niemals träumen lassen, dass dieser Antrag, der ist ja schon eine ganze Weile jetzt auch im Geschäftsgang, wir haben es auch nicht beschleunigt, weil er nicht ganz so aktuell im Moment ist, weil im Moment halt die großen Feierlichkeiten, Feste und Events nicht stattfinden können. Hätte mich nicht träumen lassen, dass wir Richtung Herbst immer noch die gleiche Situation haben wie im Frühjahr und jetzt ja sogar noch mal verschärft, denn all das, was gerade wieder beschlossen worden ist, trifft wieder genau dieselbe Branche. Es geht wieder Richtung Gastronomie, Tourismus, wieder Richtung Veranstaltungswirtschaft. Es sind wieder die gleichen, die jetzt mit neuen Einschränkungen zu rechnen haben und ich gehe davon aus, dass das alles wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang so dauern wird, auch wenn es überhaupt keine Belege dafür gibt, dass die Maßnahmen gerade, was die Hotels betrifft, was Tourismuswirtschaft betrifft oder auch die Events, die unter dem freien Himmel stattfinden, überhaupt eine Wirkung haben. Aber es geht um eine Branche, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben in Dresden seit dem 01.08.2018 in einem Nischenbereich, nämlich was die Zulassung von Feuerwerken betrifft, strengere Regeln. Das hat der Stadtrat damals beschlossen. Bis dahin galten auch schon strenge Regeln, galt auch schon ein recht aufwendiges Genehmigungsverfahren. Seitdem ist es aber wesentlich strenger geworden. Das hat auch dazu geführt, dass binnen Jahresfrist die Anzahl der Kleinfeuerwerke in dieser Stadt von 77 auf 28 runtergegangen ist. Das heißt, die strengen Regeln und auch die gewachsene Bürokratie haben sich entfaltet. Das in einer Stadt, die ja deutschlandweit als Hauptstadt der Feuerwerke mal bekannt gewesen ist. Das ist ein Stück Kultur, das wissen Sie wahrscheinlich, die seit August den Starken hier fest verwurzelt ist. Die ganze Festkultur, die mit August in diese Stadt gekommen ist und uns auch einen gewissen Ruf eingebracht hat, hängt viel mit Feuerwerken zusammen. Ob das die legendären Planetenfeste gewesen sind oder die venezianischen Nächte, davon haben Sie sicher schon mal gehört. Und das ist auch fortgesetzt worden in der jüngeren Zeit. Ich wohne nun direkt im Epizentrum der Feuerwerkskultur in Dresden, nämlich zwischen den Elbschlössern und der Altstadt. Und ich spüre das auch, dass Sie zurückgegangen sind. Mich haben Sie nie gestört, muss ich ganz klar dazu sagen. Mir fällt aber auf, dass jetzt wesentlich mehr geknallt wird auf andere Art und Weise, nämlich illegal, beispielsweise in der äußeren Neustadt. Das haut mich dann nachts um drei tatsächlich ab und zu aus dem Bett. Also diesen Missbrauch von Feuerwerken und sowas konnten wir durch die Regeln nicht einschränken. Ich bitte Sie deshalb, das nochmal zu überdenken und den Gastronomen, den Veranstaltern für die Zeit, wo es wieder geht und man es wieder darf, die Möglichkeit, mehr Feuerwerke zu machen, in dieser Stadt in die Hand zu geben. Das ist für viele Veranstalter eine wichtige Sache ihres Angebotsportfolios. Und die dürfen wir nicht vergessen, wir haben in Dresden ganz herausragende Pyrotechniker und Feuerwerkskünstler, denen vielleicht auch ein bisschen Augenmerk entgegengebracht werden sollte. Und deswegen bitte ich Sie, unserem Antrag jetzt doch zuzustimmen. Ich muss mich nochmal an die Grünen-Fraktion wenden und möchte Sie bitten, einer Ihrer ganz hervorragenden und großartigen Ikonen zuzuhören und zu folgen. Denn mit großer Begeisterung habe ich vernommen, was Anton Hofreiter, den wir alle schätzen,
und nicht nur aufgrund seiner Erscheinung, die markant ist, also wirklich markant ist. Es ist ein Unikat wie Johannes Lichti beispielsweise. Also, und das ist ja durchaus belebend. Der hat nämlich in einer Diskussion zu einem anderen umstrittenen Thema, zum Glück in Dresden kein umstrittenes Thema, aber zur Heizpilzdiskussion gerade eben erst was gesagt. Er hat gesagt, wir leben in Pandemiezeiten und die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Bevor alle pleite gehen, sollen sie in Gottes Namen Heizpilze aufstellen. Man dürfe jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Diesen grünen Pragmatismus wünsche ich mir auch bei der jetzigen Entscheidung. Vielen Dank. So, mir sind lediglich zwei Wortmeldungen signalisiert, die ich jetzt in der Reihenfolge Frau Mühle, Herr Dr. Brauns abarbeiten würde. Frau Mühle, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen am Stream. Was soll das? Entschuldigung, aber dies ist die häufigste Antwort, die ich erhalten habe, wenn ich Menschen davon berichtet habe, dass wir hier ernsthaft einen Antrag verhandeln, der da wieder mehr Feuerwerke durchsetzen möchte. Und wenn man dachte, Corona führt auch dazu, dass wir mehr über das Wesentliche nachdenken, kommt die FDP, oder soll ich lieber sagen Herr Zastrow, mit einem Antrag um die Ecke, der unwesentlicher nicht sein könnte. Wir müssen über neue Wege des Kulturerlebens nachdenken und alles, was Sie vorschlagen, ist ein Weg zurück in die Vergangenheit. Wir wissen um die schädliche Wirkung vom Feinstaub. Sie schlagen eine zusätzliche Quelle dafür vor, in einem sowieso schon belasteten Gebiet. Auf die Idee, in einem Flusstal in der Hauptstadt des Feuerwerks zu etablieren, können auch wirklich nur die FDP kommen. Wir haben einen Beschluss des Stadtrats zum Klimaschutz, nachdem alle Anträge auch unter diesem Gesichtspunkt abzuwägen sind. Sie schlagen hier vor, eine fragwürdige Art des Feierns, die mit erheblichem Energieverbrauch einhergeht, verstärkt zu ermöglichen. Jedes Jahr gibt es Unfälle mit Feuerwerkskörpern, besonders unter Jugendlichen. Ich halte es auch in diesem Zusammenhang für ein verfehltes Signal, das private Feuerwerken weiter zu normalisieren. Und der Antrag verdeutlicht in seiner Begründung auch noch, dass Sie die aktuell gültige Verwaltungsvorschrift scheinbar nicht verstanden haben. Es ist nämlich keineswegs so, dass Feuerwerke bei Schuleinführungen, Sommerfesten etc. nicht möglich wären. Man müsste halt dafür eine Firma oder einen Menschen beauftragen, der über die entsprechende allgemeine Genehmigung nach Sprengstoffgesetz verfügt. Das wäre auch ein Teil der Wirtschaftsförderung. Die Verwaltung, wenn wir uns anschauen, was die sagt, spricht sich in ihrer Stellungnahme in seltener Eindeutigkeit gegen eine Lockerung der bestehenden Regel aus und stellt auch fest, wie Sie auch, dass die Beschwerden wegen Großfeuerwerken deutlich zurückgegangen sind. Liebe Stadträtinnen der CDU, ich verstehe auf dieser Grundlage beim besten Willen nicht, was Sie dazu bewegt, diesem Antrag zuzustimmen. Anwesende oder abweichende Meinung bestätigen die Regel im Zweifel. Wenn ich Menschen frage, die im Dresdner Elbtal wohnen, so sprechen sie vor allem davon, dass ihre Kinder nachts aufstrecken. Vor 2018 manchmal jedes Wochenende mehrmals. Dass sie einfach nur Lärmbelästigung und Ruhestörung wahrnehmen. Lärm, den man bei einem Feuerwerk in der Dresdner Altstadt mindestens im gesamten an der Elbe gelegenen Stadtgebiet hören kann. Dass Haustiere verängstigt werden, Feuerwerksreste ganzjährig an den Elbwiesen oder an anderen Stellen zu finden sind, vom Müll, den sie grundsätzlich verursachen, ganz zu schweigen. Beobachtungen und Untersuchungen legen nahe, dass einmalige Feuerwerke, wie zu Silvester, keine dauerhaften Schäden für die Vogelwelt verursachen müssen, regelmäßige oder häufige dagegen schon dazu führen, dass sich Vögel aus den betroffenen Gebieten zurückziehen. Und dies dafür, dass manchmal 20, manchmal vielleicht auch 100 Menschen ein Feuerwerk anschauen. Es ist Egoismus, nichts anderes. Die aktuell gültige Regel ist ein Kompromiss, dem auch wir, wenn auch mit Bauchschmerzen, zugestimmt haben. Diesen Kompromiss jetzt aufzukündigen, aus Gründen, die an den Haaren herbeigezogen scheinen, wäre traurig für Menschen, Tiere und Umwelt. Andere Städte machen eine noch weitergehende Beschränkung von privaten Feuerwerken vor. Frankreich zum Beispiel hat trotzdem eine sehr lebendige Fest- und Feierkultur. Es ist Zeit, gerade in Dresden überlebte Traditionen aufzugeben. Fangen wir nicht bei den Feuerwerken an, sie wieder zu beleben. Vielen Dank. Herr Dr. Brauns.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben das auch fraktionsintern diskutiert. Aber ich glaube, die alte Regelung, die wir hatten, die war vollkommen ausreichend. Das, was uns ein Stück weit fehlt, und insofern folge ich Herrn Sastrow, ist ein bisschen Freude. Und wer Feuerwerk macht, der freut sich ein bisschen. Und ich gucke dem, sage ich ganz offen, sehr gerne zu. Und die alte Regelung, ich wiederhole es nochmal, die war völlig ausreichend. Und die Bedenken, die hier getragen worden sind, man kann mit vielen Argumenten wirklich alles kaputt machen, wie auch, ich sage es jetzt mal und übertreibe, die letzte Lebensfreude vertreiben, weil irgendwo, man soll kein Fleisch mehr essen, man soll gar, im Grunde läuft das darauf hinaus, irgendwann Selbstmord aus Angst vor dem Tode zu machen. Also lassen Sie bitte die Kirche im Dorf. Lassen Sie bitte die Kirche im Dorf. Die alten Regelungen waren völlig ausreichend. Sie müssen natürlich auch durchgesetzt werden. Niemand spricht sich für irgendein illegales Feuerwerk aus. Das darf es natürlich nicht geben. Aber wenn man das macht, dann war die alte, wenn man das kontrolliert, dann war die alte Regelung ausreichend. Deswegen stimmen wir dem Originalantrag der FDP zu. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Herr Braun, Sie haben eben gesagt, die alte Regelung war völlig ausreichend. Die alte Regelung hat dazu geführt, dass sich Bürger, sehr viele Bürger, Legionen von Bürgern immer wieder beschwert haben über dieses Unmaß an Feuerwerken, was hier in Dresden abgebrannt wurde. Sie haben sich beschwert über den Lärm, sie haben sich beschwert über das, was man dann hinterher an Müll eben zum Beispiel in den Elbwiesen besichtigen konnte. Ne? Das war die alte Regelung. Ne? Und deshalb haben wir eben in der vergangenen Wahlperiode, nachdem das wirklich von vielen Bürgern an uns herangetragen worden ist, gesagt, so kann das eigentlich nicht bleiben. Und wir müssen zu einer Regelung kommen, die für alle Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt zufriedenstellend ist. Und dann ist Herr Sittel, CDU, beigegangen und hat gesagt, gut, wir sehen das auch so, da gibt es ein Problem. Und dann hat Herr Sittel eine Verwaltungsrichtlinie erlassen, die in dieser Stadt Frieden geschaffen hat. Es sind weniger Feuerwerke geworden, aber es hat sich niemand, aber auch wirklich niemand bei der Verwaltung beschwert, dass er oder sie ein Feuerwerk nicht veranstalten konnte und nicht abbrennen konnte. Niemand hat sich darüber beschwert. Und es gibt auch kaum noch Beschwerden darüber, dass es eben zu viel Feuerwerke gibt. Das heißt, es ist hier Frieden in der Stadt geschaffen worden. Und dieser Frieden und dieser Graben, der hier zugeschüttet worden ist, den wollen Sie zusammen mit der FDP ohne Not wieder aufreißen? Was soll das Ganze? Das frage ich Sie. Und Herr Sastrow, Sie arbeiten hier wirklich mit falschen Argumenten. Frau Mühle hat schon darauf hingewiesen. Lesen Sie die Verwaltungsstellungnahme. Feuerwerke, die professionell veranstaltet werden, also eben von Veranstaltern in Ihrem Sinne, die sind von dieser Regelung überhaupt nicht betroffen. Und auch die von Ihnen angeführten Feuerkünstler sind von dieser Regelung überhaupt nicht betroffen. Das bleibt unbenommen. Also arbeiten Sie bitte hier nicht mit solchen falschen Argumenten. Das ist Fake, was Sie dort erzählen. Und von daher kann ich wirklich nur herzlich an Sie alle appellieren. Wir haben hier in einem Punkt Frieden geschaffen in der Stadt. Wir haben in dieser Stadt so viel an Polarisierung. Und nun fangen Sie nicht an und reißen hier noch wieder einen Graben auf, der zugeschüttet war. Ich kann wirklich nur herzlich an Sie appellieren, lassen Sie es bei der jetzt vorhandenen Verwaltungsrichtlinie und lehnen Sie den Antrag der FDP-Fraktion ab. Danke. Als nächster Redner Herr Aschenbach und dann Geschäft. Ja, wenn wir schon über Feuerwerk reden, ist mir das hier alles zu abstrakt.
spricht. Ja, bei den meisten hören das nur. Es kommt drauf an, wo sie wohnen. Ja. Lebensfreude. So, da wir noch genügend auf der Tagesordnung haben und in der Geschäftsordnung Redebeiträge steht. Nicht drängen. Ich habe 5 Minuten. Nee, wenn wir Redebeiträge. Diskutieren wir uns länger. Die Frage, ob hier noch ein Redebeitrag kommt, dann lasse ich es gerne zu. Ansonsten würden wir gerne in der Tagesordnung fortführen, denn wir haben noch genügend zu tun. Und bleibt innerhalb der 5 Minuten, okay? Nee, ist nicht okay. So, dann Geschäftsordnungsantrag, Herr Latzinski. Der Redebeitrag von Frau Mühle hat uns in der Fraktion überzeugt. Wir würden gerne mal eine 2-minütige Auszeit vor der Abstimmung beantragen, um unser Abstimmungsverhalten zu überdenken. Oh, ich habe jetzt akustisch jetzt ganz schlecht verstanden. Wir würden gerne noch eine 2-minütige Auszeit vor der Abstimmung beantragen, um unser Abstimmungsverhalten zu überdenken. So. Nächster Geschäftsordnungsantrag. Sehr geehrter Oberbürgermeister, mit Verlaub, ich rüge, dass Sie meinen Kollegen Aschenbach nicht seine Rede haben halten lassen. Wenn andere Leute hier 5 Minuten ein Video an die Wand schmeißen, dann sagt auch niemand, dass das nicht geht. Er war in seinen letzten Zügen und wir wissen gar nicht, was auf 3 Sekunden vor 5 Minuten gekommen wäre. Ne? Also, Dankeschön. Bei den bisherigen sonstigen Beiträgen kamen immer noch Redebeiträge dazu. Ich habe auch extra abgefragt fürs Protokoll, ob noch einer kommt. Das war mir nicht avisiert und insoweit steht eben in der Geschäftsordnung Redebeiträge und darauf liegt die Betonung. So, dann war jetzt eine 2-minütige Auszeit gebeten. Weitere Wortmeldungen sehe ich im Moment nicht und dann setzen wir fort.
So, können wir fortsetzen. Dann gibt es jetzt noch Antragsnotwendigkeiten, sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung schreiten über den federführenden Ausschussbericht. Dieser ist ablehnend. Wer also zustimmt, lehnt den Antrag ab. Also zunächst die bejahenden Wortmeldungen und da darf ich um Abstimmung bitten. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Der federführende Ausschussbericht ist mit 34 Ja-Stimmen bei 30 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 27. Dann, bitteschön, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, da mir das Abstimmverhalten eines Abgeordneten eines Stadtrates der CDU nicht eindeutig erschien, würde ich gern, dass wir diese Abstimmung noch mal wiederholen. Also, Wiederholung der Zählung namentlich. Ich bitte um Aufruf und entsprechend der Abstimmung. Mikrofon hier oben einschalten. Wunderbar, danke. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, war das ein Ja? Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm,
Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. Das Ergebnis lautet 33 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 32 Nein-Stimmen. Damit wird der federführende Ausschussbericht angenommen.